Tag Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heutige Thematik, die beste Solo-Geldmachmethode. Bis natürlich der Caio Perico heißt kam, und zwar geht es heute um den Fahrzeughandel. Es gibt sicherlich Methoden, mit denen man noch schneller Geld macht, aber dazu braucht man oft andere Spieler oder Friends, die mitzocken. Für alle, die genauso Solo-Warrior sind wie ich, kommt dieses Video. Gerade an Leute, die erst kürzlich mit GTA Online angefangen haben, richtet sich das Video natürlich ebenfalls, da ich hier versuchen werde, alle Basics und Einzelheiten irgendwie abzudecken, sowie Tipps nennen werde, mit denen man das Ganze besonders profitabel steuert. Also, legen wir los, Freunde? Ja, oder? Erster Punkt natürlich, was brauchen wir zum Starten? Und zwar, ein CEO-Büro ist benötigt. Das ist das gleiche, was ihr auch braucht, um das Geschäft mit den Spezialfrachtlagerhäusern machen zu können. Dazu habe ich ja bereits ein Video gemacht. Pfeift euch das auf jeden Fall rein, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, so ein CEO-Büro braucht ihr. Das bekommt ihr auf der Webseite von Dynasty 8 Executive. Dort gibt es dann 4 Stück zur Auswahl. Holt euch das Mace Bank West Büro für 1 Million Dollar. Das habe ich auch so gemacht. Das ist das günstigste, was ihr euch holen könnt. Das kann aber genau die gleichen Sachen wie alle anderen auch. Also meine Empfehlung, nehmt das. Ihr braucht dann auch keine Verbesserungen kaufen, wie den Tresor oder den Waffenschrank. Lediglich, würde ich sagen, vielleicht den Wohnbereich früher oder später macht der Sinn, da man sich dann den Spawn ins Büro direkt ersetzen kann. Das ist ganz praktisch, aber nicht essentiell für das Geschäftsmodell, sage ich mal. Deswegen, wenn ihr knapp bei Kasse seid, könnt ihr das auch später nachholen und das Geld erstmal sparen. Dann geht's natürlich darum, sich ein Fahrzeuglagerhaus zuzulegen. Dazu geht ihr dann in euer frisch erworbenes Büro an den PC, in das SecureServe-Netzwerk. Dort könnt ihr euch die Lagerhäuser nämlich kaufen. Also, ihr loggt euch ein, geht auf Fahrzeughandel und dann zeigt es euch die Lagerhauskarte an. Da stellt sich dann die Frage, welches Lagerhaus holt ihr euch? Ich empfehle euch, holt euch das billigste Fahrzeuglagerhaus, und zwar ist das das Fahrzeuglagerhaus in La Meta. Ist, glaube ich, im mexikanischen Viertel irgendwie. Auf jeden Fall sind da so mexikanische Gangs unterwegs. Habe ich rausgefunden, ich als alter Sherlock. Absolut irrelevant. Das Ganze kostet 1,5 Millionen. Günstiger kriegt ihr keins, aber das hat genauso 40 Fahrzeuglagerplätze wie alle anderen und ist gar nicht mal so übel von der Location. Also mein Advice, zieht euch dieses Teil, Leute. Da braucht ihr dann auch nichts weiter upgraden. Das ist alles wie so oft nur kosmetisch und bringt euch keinen wirklichen Business-Vorteil. So, damit habt ihr dann auch die Grundinfrastruktur für euer Fahrzeughandel-Business. Und jetzt natürlich der nächste Punkt. Und zwar, wie funktioniert das ganze Geschäft eigentlich? Vereinfacht gesagt, kann man sagen, ihr zieht los, klaut euch Autos, bringt die Autos in euer Lagerhaus, dort modifiziert ihr die dann und verkauft sie weiter. Aber es gibt dabei nicht ganz unwichtige Details zu beachten, wenn ihr wirklich mies Cash machen wollt und auch ein Büro voller Bargeldbatzen bis zur Decke haben wollt, so wie ich. Also, das Erste, was ihr natürlich machen wollt, ist, euch euer erstes Auto zu besorgen, das ihr ins Lagerhaus bringen könnt. Dazu müsst ihr in euer CEO-Büro an euren Laptop auf Fahrzeuge beschaffen gehen und dann die jeweilige Beschaffungsmission abschließen. Eine weitere Möglichkeit, die es noch gibt für fortgeschrittenere Spieler, ist, sich, falls ihr den habt, euren Terrorbyte zu rufen und von dort aus die nächste Beschaffungsmission zu starten. Dann könnt ihr euch das Ding nämlich zum Lagerhaus stellen oder wo auch immer ihr gespawnt seid, liefern lassen, müsst nicht erst zurück zum Büro und kann euch da ein bisschen Zeit sparen. Aber im Normalfall, die meisten werden erstmal zurück ins Büro müssen. Wenn ihr dann eine dieser Fahrzeugbeschaffungsmissionen startet, gibt es insgesamt 32 verschiedene Fahrzeuge in den Kategorien Standard, Mittel und Oberklasse. Ihr müsst dann das jeweilige Fahrzeug eben stehlen und mit möglichst wenig Schaden zum Lagerhaus zurückbringen. Den Schaden zeigt es euch unten rechts an, wenn ihr in der Mission seid, und den müsst ihr dann auch direkt blechen, wenn ihr das Auto ins Lagerhaus bringt. Also aufpassen, Leute, da geht es euch dann direkt ans Portemonnaie, also passt auf, fahrt wie ein Mensch und nicht wie ein Joghurt. Genau, das ist mein kleiner Tipp hier an euch. Wenn ihr dann das Auto abgeliefert habt, könnt ihr euch wieder ein neues Auto beschaffen, also fahrt ihr wieder zurück ins Büro, startet eine neue Mission. Es gibt leider aber ein paar Minuten Cooldown-Zeit zwischen diesen einzelnen Missionen, die man warten muss, bis man dann eine neue starten kann. Das ist zwar ein bisschen nervig, aber da gibt es nicht großen Weg herum. Der wichtige Part aber natürlich ist ja das Verkaufen, wo ihr dann letztendlich euer Cash machen wollt. Grundsätzlich kommt man bei den unterschiedlichen Fahrzeugklassen auf einen unterschiedlichen Maximalprofit pro Klasse. Also bei der Standardklasse könnt ihr pro Verkauf einen Maximalprofit von 30.000 Dollar machen, bei der Mittelklasse einen Maximalprofit von 50.000 Dollar und bei der Oberklasse einen Maximalprofit von 80.000 Dollar.
Das berechnet sich aus der Provision abzüglich dieser Modifikationskosten und im Optimalfall rechnet man dann eben mit 0 Euro Schaden am Fahrzeug. Meistens werdet ihr natürlich Schaden haben, den könnt ihr euch dann, falls es den gibt, natürlich von den 80.000 beispielsweise bei der Oberklasse abziehen und dann habt ihr euren Gesamtprofit pro Auto sozusagen. Was aber auf jeden Fall klar wird und auch, denke ich, euch jedem, der jetzt hier gerade zugeguckt hat, bewusst geworden ist, man will ja am liebsten Oberklasse-Fahrzeuge verkaufen, da man damit ja in jedem Fall das meiste Cash macht. Problem ist natürlich, man kann sich beim Starten so einer Beschaffungsmission nicht aussuchen, ob man ein Standard-, Mittel- oder Oberklasse-Auto beschaffen will. Oder etwa doch? Fragezeichen? So, und an diesem Punkt kommen wir nämlich zu der Taktik, die ich jedem ans Herz lege, von Anfang an zu fahren. Wie bereits vorhin schon gesagt, gibt es insgesamt 32 verschiedene Fahrzeuge. Davon sind 10 Standardklasse, 10 Mittelklasse und 12 Oberklasse, soweit ich weiß. Rockstar hat das Update damals so programmiert, dass es nicht möglich ist, ein Fahrzeug doppelt zu beschaffen. Heißt also für uns, dass wir einfach nie ein Standard- oder Mittelklasse-Fahrzeug verkaufen und so lange Fahrzeuge beschaffen, bis wir 10 Standard- und 10 mittlere haben. Dann werden wir nämlich nur noch Oberklasse-Fahrzeuge beschaffen können und die anderen lassen wir einfach im Lagerhaus stehen. Das Einzige, was dann natürlich nur noch zu tun ist, ist Oberklasse-Fahrzeug beschaffen, Oberklasse-Fahrzeug verkaufen, Fahrzeug beschaffen, Fahrzeug verkaufen und so weiter und so fort. Ihr versteht den Drill, denke ich. Ich für meinen Teil habe es damals sogar so stur gemacht, dass ich das Fahrzeuglager einfach bis 80% voll gemacht habe. Heißt also, 32 von den 40 Autoplätzen, die es gibt, voll gemacht habe und mir dann praktisch immer aussuchen konnte, oder immer noch kann, welches Fahrzeug ich genau verkaufen und beschaffen will. Ich wusste es damals nicht besser, habe es deswegen einfach so stur gemacht, finde es aber jetzt im Nachhinein auch ganz geil, weil ich jetzt beispielsweise immer mir aussuchen kann, welches Fahrzeug ich nehme, mit welchem es am meisten Bock macht zu fahren und mit welchem dann die Mission auch am einfachsten geht. Ich finde nämlich den T20 am geilsten für die Mission und so kann ich immer den T20 auswählen und sicher sein, dass auch nur der T20 wieder zu beschaffen ist. Das heißt, T20 beschaffen, T20 verkaufen, T20 beschaffen und so weiter. Das könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das sozusagen auf die Spitze treiben wollt, so wie ich, oder ob es euch reicht zu wissen, dass einfach ein Oberklasse-Fahrzeug kommt, aber eben nicht welches davon. Der Profit ist bei allen Oberklasse-Fahrzeugen ja der gleiche. Es geht dann nur noch um das praktische Ausführen der Mission. In beiden Fällen müsst ihr natürlich erstmal ein bisschen Zeit und Geld reinstecken. Bei meiner Version dann noch etwas mehr, aber es lohnt sich definitiv, allgemein die Zeit reinzustecken, denn nur wenn ihr immer Oberklasse-Fahrzeuge verkauft, macht ihr wirklich dick Cash, aber dann scheppert's auch ordentlich, Freunde, und zwar richtig. So, um dann nochmal auf das Verkaufen zurückzukommen. Wenn ihr das Ganze euch dann so eingerichtet habt, wie ich eben beschrieben habe, dann geht ihr an euren PC im Fahrzeuglagerhaus, wählt dann dort ein Oberklasse-Auto aus, das ihr verkaufen möchtet, geht auf Exportieren und wählt dann bei den drei verschiedenen Käufermöglichkeiten immer den Fachhändler. Da gibt es nämlich am meisten Cash, alles andere wäre Zeitverschwendung meiner Meinung nach. Also immer den Fachhändler nehmen. Beim Fachhändler bekommt man 100.000 Provision und muss Modifikationen in Höhe von 20.000 vorab bezahlen. Damit kommen wir dann auch auf den Maximalprofit von den 80.000, natürlich eventuelle Schäden nicht mit eingerechnet. Wenn ihr das dann so startet, dann müsst ihr noch in eure Garage kurz die angegebenen Modifikationen machen und dann startet auch eure Verkaufsmission. Die gehen wie bei den meisten anderen Geschäftsmodellen auch nur in öffentlichen Lobbys, beziehungsweise auch die Beschaffungsmissionen könnt ihr nur in öffentlichen Lobbys machen. Das heißt, ich glitch mich immer in eine solo-öffentliche Lobby rein, das kann ich euch auch empfehlen. Auch wenn ihr es in einer normalen öffentlichen Lobby macht, passt da eben auf, weil euch dann andere Spieler auf jeden Fall auf der Map sehen und zerstören wollen bei den Verkaufsmissionen. Aber wenn ihr solo in einer öffentlichen Lobby seid, kommen immer wieder NPCs, die auch nicht ganz ohne sind. Die können auch richtig Schaden anrichten und für ordentlich Aggressionen sorgen. So, ihr bringt dann euer Fahrzeug zum Käufer, bekommt euer Geld und startet das Ganze wieder von vorne. Eigentlich sehr simpel. On the road again! Oh, that's hot! That's hot. Und ich muss ehrlich sagen, es fühlt sich jedes Mal sehr geil an, wenn man das Fahrzeug dann abgeliefert hat und dann seine 100.000 Euro oder knapp 100.000 Provision aufs Konto bekommt und immer weiter sieht, wie der Kontostand steigt und das sogar verdammt schnell verhältnismäßig. Der Hauptpunkt natürlich, weshalb ich auch immer wieder die Empfehlung für dieses Business ausspreche, das Ganze natürlich einfach auch noch solo. Also überlegt euch, ihr macht so viel Cash so schnell, seht euer Konto steigen, bis es knallt und das alles komplett solo. Also ein absoluter Volltraum für uns Solo-Warrior ohne Freunde. Einfach nur ein Megabrett. Eine kleine fortgeschrittene Variante will ich euch noch mitgeben am Ende, um euer Fahrzeughandelgeschäft zu perfektionieren. Das wäre, wenn ihr das Ganze noch mit einem Cargo-Bob macht, um den Schaden, den ihr bei den Autofahrten normalerweise verursacht, wo ihr auch hundertprozentig immer Schaden verursachen werdet, außer ihr werdet von keinen NPCs und keinen normalen Gegnern verfolgt, aber das ist nahezu nie der Fall.
Dafür kann man das mit dem Cargobob machen und einfach sozusagen diese Autofahrten überfliegen. Allerdings kostet das Ding auch 1,79 Millionen. Also muss sich jeder gut überlegen, ob er oft genug spielt, um die Kosten dann wieder reinzuholen. Wenn ihr sowieso schon einen Cargobob habt, dann macht das auf jeden Fall, beziehungsweise testet das mal, ob das euch liegt. Dann auf jeden Fall kann ich das jedem nur empfehlen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich mag es gar nicht, die Mission mit dem Cargobob zu machen. Ich fühle es einfach irgendwie null. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach absolut schlecht mit dem Cargobob fliegen kann. Aber ich finde das irgendwie zu umständlich, irgendwie auch oft nicht wirklich schneller. Man bekommt trotzdem Schaden, wenn man es mit dem Fliegen verkackt. Ja, kurz gesagt feiere ich den Scheiß einfach nicht. Und dann dafür noch knapp 1,8 Millionen auszugeben. Da wäre meine Empfehlung an allen jeden persönlich, lasst es lieber. Mir hat es nicht gefallen, ich mache das immer normal. Aber die Entscheidung liegt ja bei jedem selber. So Leute, das war's. Ich müsste hiermit eigentlich so gut wie alles abgedeckt haben, was den Fahrzeughandel betrifft. Ganz klar, einer der besten Solo-Geldmach-Methoden, die es überhaupt gibt in GTA. Ich muss auch sagen, der Vibe von dem ganzen Geschäft, der hat mich auch immer angebockt. So klassische Autoschieberei, wie aus irgendwelchen Filmen. Ich finde, das macht schon Bock. Und dazu dann auch noch mies schnell Money grinden können, ist echt eine gute Kombi. Da hat man Spielspaß und schnell Geld, also besser geht's eigentlich kaum. Klar, mittlerweile der Caio Perico heißt, der ist noch besser, um schnell Solo Geld zu machen. Dazu habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht, also schaut ruhig vorbei, Leute, wenn ihr Bock habt. Aber ansonsten, echt seit Jahren ein verlässlicher Weg für schnelles Geld. Und auch gar nicht übel, wenn ihr eh schon die Spezialfrachten habt, dann habt ihr ja das CEO-Büro schon, dann müsst ihr euch sozusagen nur noch dieses Lagerhaus für die Fahrzeuge kaufen und somit habt ihr dann noch relativ niedrige Einstiegskosten. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit dem Video irgendwie weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Was, Bruder? Wäre ein anders wilder Move von euch. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eine wunderschöne Zeit in GTA wünsche ich euch, Freunde. Und ciao, ciao.